Noch gar nichts gemacht, aber ich finde es toll, wenn die Leute einfach so klatschen. Meine Lieben, herzlich willkommen wieder einmal im Blutofen zu Rassfehde. Meine Güte, ihr seid wirklich hart gesotten. Wer war die letzten Tage schon hier? Fast alle! Ja, sauber. Wir müssen ein neues Märchen spielen. Wieso? Das finde ich bestimmt nochmal schön, wenn wir dasselbe spielen, was wir die letzten drei Tage. Wollt ihr das nochmal hören? Nein! Die Geschichte vom Heiligen Gral? Die Geschichte vom Heiligen... Nein, das machen wir heute nicht. Sehr schön. Nein, meine Lieben, wir werden heute eine Uraufführung machen. Das Publikum muss... Was? 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 Spinnt ihr? Schon wieder einen neuen Text? Die wird mir den alten erklärt. Du kriegst einen richtig geilen Text. Na, danke schön. Nun, es wird eine klassische Geschichte natürlich sein. Ihr kennt sie alle mehr oder weniger, aber so noch nicht. Wir haben noch keine Idee für den Schluss, der wird sich von alleine ergeben. Mal gucken, wie viele hinterher noch am Leben sind. Meine Lieben, deswegen werden wir am heutigen Tag, und weil wir im schönen Norden zu weilen haben und viele sicherlich aus der schönen Stadt kommen, um die es dann gehen wird, für euch die Bremer Stadtmusikanten spielen. Wollt ihr das sehen? Wenn ich mal kurz auf die hinterher noch so begeistert sind. Nun denn, aber wir wollen nicht lange darben, wir wollen gleich anfangen. Und zwar mit meinen beiden größten, liebsten, lieben Kollegen, die ich hier auf dem Platz... Au, was ist das denn? Dance Infernale, ja? Hier auf dem Platz zugegen sein mögen. Für euch Applaus, Bruder Rectus und der Tod. Nach vorne. Ihr wollt gerade einen Schatten. Ihr habt einen Schatten, sofort und nach vorne. Und ob ich schon wanderte durchs schwitzende Tal, befürchte ich keine Blutofen. Ihr könnt euch ja da in den Schatten stellen. Das Publikum hat denkbar Verständnis dafür. Ab in die Sonne. Wir müssen auch. Moses, sind wir schon da? Nee, jetzt. Jetzt? Ja, bald hier. Okay. So. Nun werde ich die Rollen erst einmal flugs vergeben. Hier an der Stätte haben wir nicht etwa Bruder Rectus von der Nase? Nein, nein, das Publikum ruft nö. Nö. Sondern wir haben einen garstigen Bauer. Das Publikum ruft aha. Aha. Bruder Rectus sagt? Ich suche noch eine Frau. Hier. Du bist viel zu hübsch. Hast du mich mal gesehen? Du bist ein garstiger Bauer. Ihre Bauer sucht Frau, ich nehme die. Wozu brauchst du die jetzt ein? Naja, ist auch egal. Dann nehmen wir die auch gleich dazu. Herzlich willkommen bei RTL. Ja. Bauer sucht und Frau. Ich möchte mich vorstellen, hier an der Stätte. Wie heißt der Kerl überhaupt? Die. Anne Rose. Anne Rose. Applaus für Anne Rose. So, wir lassen uns scheiden. Gehen wieder weg. Applaus für Anne Rose, die sich schnell scheiden lassen. Das war jetzt eben. Ich steig... Nein, sorry. An der Stätte hatte er aber auf dem Hof mehrere Tiere zugegen. Ja, ja. Nämlich einen Esel. Wer spielt die dumme Rolle? Ich dreimal drauf geraten. Nein. Das Publikum sagt? Ja! Das war ein deutliches Ja. Seid ihr alle eigentlich schon mal einen Hitzschlag gestorben? Dreimal. Das weiß man jedes Kind. Oh, auf die Knie. Hey, Tod. Oh, Applaus! Ich möchte ihn den restlichen Tag genau so sehen, damit jeder weiß, was von Tod zu erhalten hat, zu erwarten hat. Nun, der Esel hat sein Leben lang getragen. Hey, er muss das mit anderen besprechen, bevor der Markt losgeht. So sieht der Tod immer wieder. Ja. Nun denn. Und als der Esel zu alt war, um auch nur eine einzige Seele, um auch nur einen einzigen Sack Reis nach Hause zu bringen, da beschloss der garstige Bauer, sich von diesem Ungemach zu entledigen. Ah! Ja, schnappte sie eine große Keule, das Publikum ruft, oho! Oh, oh, oh. Und er gab den Esel mal so ein paar richtig auf die Kaldaune. Und auf, Rectus. Ah!
schön. Ja. Ja. Wir sehen, der Esel kann das ab. Kuss. Hey. Das wäre schon gefällt. Der Esel war darüber nicht sehr erfreut. Er bekam auch 2 oder 3. Oh, ich kann nicht mehr hören. Los, komm, jetzt zeig mal, was echt der Hesse ist. Stell dir vor, er wäre Dortmunder. Doch, der Esel, er ließ sich das nicht gefallen. Du darfst noch wieder aufstehen. Och, schade. Er wurde wütend. Er lief zum Bauern hin. Tekwandoro! Und gab ihm einen Tritt, dass der Bauer den Dreck flog. Das Publikum ruft: Yippie! Yippie! Er hat mich getreten. Oh, komm, applaudieren. Der Bauer lag im Dreck. Der Bauer lag im Dreck. Jawohl. Nein, er kniete im Dreck. Na gut, dein Esel trat noch mal nach. Das macht man auf den Schulhöfen heutzutage so. Bist viel Verdammtes. Jawohl. Der Esel lachte sich eins. Ja, ja, ja. Du bist echt gut in der Rolle, das solltest du nicht immer spielen. Mach doch. Doch. Und machte sich auf den Weg in den Wald. In den Wald? Ja. In den Wald? In den Wald. Oh, das fand ich sehr schön. Ja, der Bauer erzürnte seines Esels. Er schimpfte. Du blöde Kuh. Esel! Esel. Und da sich der Bauer sagte, was ich am Esel nicht machen kann, was ist denn mit meinem alten Hund eigentlich los? Genau. Ja, er hat ja schon lange so keinen mehr gebissen. Der ist ja zahnlos, alles Mistviech. Doofe Vieh hin. Genau, wir brauchen einen Hund. Wenn man ihn verprügeln will, dann ist er... Gib, du hast das Ding. Da. Hol mal einen Hund, Rektus. Das ist mir doch egal. Einen Hund. Jetzt ist deine Stunde gekommen. Eins. Wir brauchen einen hässlichen Hund, der alt ist und keine Zähne mehr im Maul hat. Wie gefällt euch meine Wahl? Hund, halt mal fest. Für euch der Hund. Nun war es gewesen, der Hund hatte einen Tagewerk vollbracht. Sein ganzes Leben lang hatte er geschuftet. Er hat es im Kreuz. Schön mal. Oh. Nicht so. Hoffe ich, das könnte weiter alle, oder? Der Hund hatte sein Leben lang geschuftet. Er hatte gejagt, den Hasen hinterher, dem Rehlein hinterher, um den Bauern stets einen fetten Braten nach Hause zu bringen. Doch als der Hund zu alt war, um zu jagen und den Bauern zu versorgen, da wollte der Bauer nicht etwa den Hund, den Armen, in einem Tierheim abgeben. Nein. Nein. Er wollte ihn nicht etwa zu Hause durchfüttern, bis er sein letztes Stündlein geschlagen wäre. Nein, nein. Er wollte ihn nicht nach Hamburg zu den V-Pals bringen, die ihm ein Herz für armselige Tiere haben. Nein. Er wollte ihn erschießen. Ja. Was? Was? Und hier geblieben. Dies ist eine Armbrust, frisch gespannt, mit einem giftigen Pfeil aufgelegt. Der so schnell mit einem unsichtbaren giftigen Pfeil. Ja, das hat damit zu tun, der ist so schnell, den kann man nicht mehr sehen, wenn er still liegt. Ja. Und der Bauer sagte sich: Hundchen, komm mal her. Jetzt guckt euch das an. Kaum wird's blutig, haut das Rote Kreuz ab. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier geblieben, ihr Weicheier. Schön, dass ihr hier seid. Die Gemeinde jubelt das Rote Kreuz auf für seine Freizeit. Wir herauszustellen. Danke. Entschuldigung. Der Hund, er hörte den Ruf seines Herrn. Ruf jetzt mal den Hund. Hund! Lauter. Hündchen. Der Hund ist schwerhörig. Was? Hund! Und mit wildem, wedelndem Schwanze erreichte der Hund seinen Herrn, fiel vor ihm auf die Knie und betete ihn an. So ist klar. Doch was tat der Bauer? Nahm die Armbrust, legte sie an, der Hund erwimmerte
Vor lauter Schreck sprang der Hund auf und biss seine Herren in die Wade. In die Wade. Hat sie nicht. Hat sie wohl. Hat sie gebissen? Ja. Ja. Nein. Oh, das war ein deutliches Nein. Das war ein Ja. Stell dich mal nicht so an. Na gut, aber nicht so fest. Der Bauer schrie auf. Der Bauer erschrie. Und er lief vor seinem Hund davon, humpelt. Die Argos ist losgegangen. Habe ich jemand getroffen? Nein, schade. Ich lauf davon, humpelt. Humpelt, der Hund hinterher und kläfft. Mein Hund beißt mir in die Wade. Jawohl, er kläffte und qualmte. Ja, schön, Applaus. Was ist das für ein Postenspiel? Wir sind genug gelaufen. Wir haben 30 Grad hier in der Sonne. 50. Im Nebel. Und somit lief der Hund in den Wald. Schön, war's gut. Der Bauer war zornig. Und er sagte sich, meine Wut will ich an einem anderen Tier ausleben. Himmel, Arsch und Wolken. Der Wohl. Oh. Er suchte sich eine kleine Bussikatze. Eine was? Eine Miezekatze. Eine Miezekatze? Ja, eine Miezekatze zu Hause, die auch schon alt war. Sollen wir wieder zu meiner Ehefrau zurückkehren? Ja? Nein. Eine Miezekatze. Moment, Miezekatze, warte. Du bist zu kurz noch, warte. Du darfst nächstes Jahr mitspielen. Eine Miezekatze, du bist viel zu jung. Wir brauchen eine richtige, schöne Miezekatze. Das ist eine Miezekatze. Boah, Alter. Was ist das? Das ist die stiefelte schwarze Karte, oder was? Nun denn, aber es ist ja so, schwarzes Fell haben wir auch. Und damit es auch richtig schön warm heute wird, haben wir etwas mitgebracht. Katze, komm mal her. Oh mein Gott, hat der Kreuz. Mach das nicht kaputt. Ah, sehr schön. Ja. Pass auf, da unten sind diese komischen Stinger, dass du drüber stolperst. Pass auf. Nun denn. Und er wusste, die Katze hat schon lange keine Mäuse mehr gefangen. Denn die Mäuse liefen überall über die Felder. Piep mal alle, piep mal. Piep, 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 piep. Das machen die gut. Und da rief der Bauer, so ein Mistvieh. So ein Mistvieh. Und er rief seine Katze zu sich. Pizza, komm mal her. Er rief, komm, Kitty, 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 komm, Kitty. Niemand hat gesagt, dass du auf die Knie gehen musst. Ich wusste, das ist eine gute Katze. Jawohl. Er streichelte das arme, unschuldige Tier, das schon grau geworden ist von allen Mäusen, die sie hinterher gelaufen waren. Ungern eigentlich. Streicheln. Streicheln, streicheln, streicheln. Sehr schön, sehr schön. Die Katze schnurrte um die Beine des Bauern herum. Jetzt wird's eklig. Zwischen den Beinen durch. Doch, wie garstig war der Bauer. Er packte sich die Katze im Genicke. Tat ich? Ja. Er schleppte sie an ein großes Fass. Und wollte sie ersäufen. Hier ist das Mikro, du Idiot. Ich so viel, das ersäufst du wirklich. Die Katze, sie rief miau. Miau. Zappelte herum. Ja, zappelte herum. Entriss sich aus der Hand des Bauern und zerkratzte ihm das Gesicht. Was? Ja, meinst du? Ja, zerkratzte ihm das Gesicht. Ah, der Bauer schrie, das Blut lief über seine Wangen. Scheiße! Ja, Entschuldigung, Kind, da ist mir rausgerutscht. Ja. Die Katze machte sich auf und davon und lief in den Wald. Irgendwie sieht das Gesicht des Bauern jetzt besser aus. Ich meine, Somit ging der Bauer zu seinem letzten Tier, was ihm geblieben war. Von all den zarten Tieren. Ja, jetzt hast du eine Doppelrolle. Denn das ist eine Doppelrolle. Ein Tier war noch auf seinem Hof. Ach, verstehe. Es weckte ihn morgens. Es sorgte dafür, dass er wusste, wann das Wetter auf dem Mist das Beste war und den Mist, den er vollführte. Und er suchte sich den Hahn. Ach so, Entschuldigung, habe ich das vergessen. Du Aufführung.
Der macht beim ersten Mal die Flügel kaputt. Der Hahn hatte einen gebrochenen Flügel. Cool. Der Hahn war so alt, er konnte nicht mehr fliegen. Für euch, der Hahn. Jetzt wollen wir was hören, Rektus. Er hat ja ganz wirklich geschaut. Das ist ein Entenschnabel, du Idiot. Wir hatten nichts anderes. Wir hatten da Austausch gerufen. Ich glaube, wir haben einen neuen Hahn. Jetzt versteckt er sich. Und somit ging der Bauer zum Hahn. Ich komm zu mir selbst? Ja, du kommst zu dir selbst. Hallo Hahn. Sehr schön. Er schnappte sich den armen alten Gockel an der Gurgel. Er drückte zu. Dass der Hahn keine Luft mehr bekam, das Publikum sagt, oh nein! Oh nein! Der Hahn, er konnte nicht mehr gehen. Schon zog der Bauer ein großes, widerliches Messer. Holt aus! Da schrie der Hahn auf, stieß ihm seinen Schnabel ins Gesicht. Warte kurz. Oh, geil, wie viel Spaß er hat, dass er das wirklich dir gesagt hat. Der Hahn flog auf und davor und flog zu einem anderen in den Wald. In der Zwischenzeit stand der Bauer nun allein auf seinem Feld. Er hatte keinen Esel mehr. Der Esel ist weg. Ja. Er hatte keinen Hund mehr. Hund ist weg. Tschüss. Er hatte keine Katze, kein Kätzchen mehr. Mau. Und er hatte auch keinen Hahn mehr. Vor lauter. Oh, das ist geil. Das ist immer ein Hahnspiel. Und vor lauter Gram fasste er sich ans Herz. Das aufzuschlagen hörte und starb. Das Publikum rastet aus. Nun denn, in den tiefen Duck, hoch mit dir. Faules Luder, aufstehen, aber sofort. Nun denn, in dem tiefen dunklen Wald, jetzt dürfen alle Tiere aufstehen. Nee, ich bleib jetzt mal im Schatten. Nein, das ist Hauptrolle, Rektus. Siehst du einfach gefährlich aus. Dann trafen sich die Tiere im dunklen Wald und freuten sich gar sehr, umarmten sich und sangen lustige Lieder. Was? Ja. Sing, Kind. Hunde können singen. Blau wie das Meer. Wunderbar, wir sehen die Tiere, hatten Spaß. Wir machen es mal andersrum. Die sind jetzt die Stadtmusikanten. Die Tiere hatten Spaß. Sie freuten sich gar sehr und beschlossen, zusammen durch die Welt zu ziehen. Yippie-yay! Ja, ist ja dem. Aber wohin sollten sie gehen? Ja. Nun, sie beschlossen einfach in den Wald zu gehen. Und während sie in den Wald gegangen sind, also hinterher, ja, da kamen sie an ein großes, dunkles, dreckig. Wie andersrum, die Katze hinten. Meine Güte, was ist denn? Ist das hier ein Affentheater oder was? Rüber, ab in die Sonne mit dir. So zogen sie durch den Wald und wunderten sich. Mit einem Mal hörten sie aus dem dunklen Wald heraus ein seltsames Gelächter. Ja, wo? Also, sag mal, ist es genug mit der Lauferei? Ab mit euch in den Schatten. Nicht. 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 Erreichten ein Haus. Ein Haus. Jawohl.
Und wie sie in das Hause blickten, da blickten sie im Haus sitzend. Vier garstige Räuber. Räuber? Räuber. Ja. Wir brauchen vier garstige Räuber. Ich sehe eins, zwei, drei, vier. Nichts Schwarzes an meiner Seite heute. Bis auf der dümmste Räuber, den ich hier gesehen habe, dass er ein Bier umschmeißt bei dieser Hitze. So, jetzt bist du fällig. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gewartet. Und du? Ach so, der macht die Kamera. Dann nehmen wir. Nehmen wir mal den Räuber mit dem Hut, der will doch gerne mal mitspielen. Ja, sehr gut. Los, komm, Räuber. Nein. Sehr schön. Das war der Räuber namens Tiny. Tiny Tim. Guck, wir brauchen eine zweite Bank. Halt, du sei mal so nett. Holt einmal. Wie heißt du? Jan. Jan, Jan, der Räuber Jan. Applaus. Wie heißt du? Räuber. Ja. Räuber, Räuber. Applaus. Wie heißt du? Sebastian. Räuber Sebastian, das Publikum ruft. Ui! Ui! Und wie heißt du? Deutscher Pokalsieger. Ich hab nichts gesagt! Das ist ein deutscher Räuber. Nennen wir einfach die gelb-schwarze Hummel. Sehr schön. Die Räuber nehmen Platz. Und gemeinsam ja. Haben sie böse zu lachen. Meine Güte. Die Tiere, sie bekamen fürchterliche Angst. Ich merke einen stetigen Abfall deiner Leistung weg. Ich glaube nicht, dass das Publikum damit irgendwie einverstanden ist. Ich habe sonst nichts. Nein, das Publikum. Pfui! Pfui! Texan! Texan! Jawohl! Dofer Kockel! Sehr schön. Ab im Kopf. Ab mit dem Kopf. Ja, sehr schön. Der Hahn machte. Applaus! Sehr schön. Und wie die Tiere da vor dem Hause saßen und durch das Fenster guckten, da lachten die Räuber und überlegten, was man alles aus feinstem Tierfleisch denn machen könnte. Hier, weil die Räuber überlegten, was könnte man aus einem Eselsfleisch machen? Ja. Edelsteak. Was? Edelsteak. Oh, Edelsteak. Sehr gut. Applaus. Edelsteak. Ja, guck dir das mal an. Ja, ein Steak ist da nicht mehr viel. Ja, und das Salami, dafür reicht's noch. Ja, das kriegen wir schon nachher hin. Oh. Der zweite Räuber. Oh, er hatte letztens erst einen Hund gegessen. So freut er sich auf einen weiteren Hund. Was macht denn das ein Hund? Hundegulasch. Oh, Hundegulasch. Gulasch, ja. Keine Angst, gibt mir hier nicht. Wir machen aus Hunde einfach Dudelsäcke. Kommt aus der Hände. Der dritte Räuber. Er hatte Hunger auf ein Kätzchen und rief, ich hätte Hunger auf? Katzenwurst. Katzenwurst! Schöner, leckerer Sandhase. Ja? Katzenzungen! Katzenzungen! Oder die 33 ist sauer. Katze süß sauer. Katze süß sauer. Sehr fein. Der letzte Räuber wollte einen edlen Braten haben. Oh, was kann man denn noch aus einem Hahn machen? Aus dem gar nichts mehr. Hey! Sebastian, ne? Ja, okay. Wir gucken ihn doch mal an. Schau doch mal, der hat schön angesetzt, der ist gut genudelt, fett geworden, hat vielleicht bis in die Jahre gekommen. Was meinst du? Drei Töpfe wieder so gepasst. Ja, schau doch mal diese Keulen an. Naja. Nun denn, die Räuber hatten einen großartigen Hunger. Auf allerlei, was man aus Tieren machen konnte. Das Publikum ruft Yam Yam. Yam Yam. Ich würde mich jetzt an eurer Stelle vorsingen. Wir haben jetzt alle Hunger gekriegt. Die Tiere bekamen es mit der Angst zu tun. Ja. Ja.
niemals richtig hauen. Doch. Und waren bewaffnet mit? Hut. Eine Hut! Das Publikum ruft Ui! Ui! Wie sollten sich die Tiere da heraus erinnern? Nun hatten sie eine Idee. Oh, er hat eine Idee. Ja, sie hat eine Idee. Nicht ich. Ja, immer drauf. So, so sind die Weiber. Immer drauf. Immer drauf. Ja. Wir armen Gesellen. Ja. Nun, der Esel sprach. Oh, ich werde ein Monster bilden. Ja. Er sprang auf. Die nächste letzte Nacht war recht lang. Ich bitte um Verzeihung. So sah das auch aus, als der Tod letztens aus der Taverne kam und ihm chemisch auf die Finger gestiegen ist. Schnauze! Was machst du da? Achso. Ich bau ein Monster. Ja. Der Hund sprang dem Esel auf den Rücken. Denk dran, da sind Rippen drauf, Wirbel drauf. Die Katze, sie stieg dem Hund ins Genick. Das mit der Rollenbesetzung lernen wir noch mal. Und obendrauf flatterte der Hahn. Oh Scheiße, der ist der schwerste von allen. Oh Moment. Das darf doch nicht wahr sein. Flatter, flatter. Und bitte dann so eine vierköpfige Chimäre. Das Publikum darf ausrasten. Die Räuber, sie riefen, hey, lasst uns ausschauen, auf das wir ein edles Tier schießen können, und lachten bösartig. Oh, Schütis, magst du mir noch mal hören? Wie lange kannst du das? Ich bin noch heiser. Doch kaum, dass die Räuber aufstehen wollten, da hörten sie ein fürchterliches Geräusch. Und vier Tiere begannen zu krächzen, zu miauen, zu bellen und zu schreien. Auf die Plätze, fertig, los! War wohl nicht sehr beeindruckend, was? Überhaupt nicht. Das ist genauso an, wenn du morgens aufs Klo gehst, mein Freund. Es ist ein Theaterstück. Ich erwarte ein bisschen schauspielerischen Tod. Kannst du noch? Ja, der kann noch. Was ist mit dir, Hund? Spitze, das ist wie beim Buchenball gerade. Der Hund scheint die Haltung sehr gewohnt zu sein. Ich hab nicht gehört, was der Hund gesagt hat. Das wiederhole ich nicht, heute ist Kindertag. Meine Güte. Ja, wohl, nächstes Mal spiele ich einfach den Sündenfall, da kommt nicht was mit. Und die Tiere, sie krächzten, sie miauten, sie stehen und sie klagten auf, dass den Räubern vor Angst das Herz in die Hose rutschte. Los geht's! Ja, das Publikum ruft Yippie! Yippie! Die Räuber sprangen auf! Ach ja. Fassten sich gegenseitig an die Schultern. Und riefen, ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alle zusammen, 1, 2, 3. Ach du Scheiße! Und liefen zu ihren Plätzen zurück! Ich möchte es jetzt eigentlich gar nicht auflösen. Es ist einfach. Wie spät haben wir es? Die Katze gibt schon nach, habe ich den Eindruck. Ja, alles wunderbar. Das Problem war, der Hund saß auf dem Esel, die Katze auf dem Hund und oben drauf der Hahn. Eigentlich wollte der Esel zuerst loslaufen, die andere konnten aber nicht. Nein? Oh, wie schade. Nun denn, die Tiere, sie jubelten. Der Esel. Was? Ich will das. Der Hahn, das war ja gewesen, du Ente. Der Hahn flog hinunter und präsentierte sich dem Publikum. Flatter, flatter, flatter. Mit lautem Applaus. Die Katze lief dem Hahn hinterher. Der Hund jagt
für die Katze. Und der Esel schreit von allem am lautesten. Gemeinsam liegt hintereinander her, das Publikum applaudiert. Der Esel ist verreckt. Naja. So ist gut. Sie erreichten Bremen, gründeten eine Mitleiderband und nannten sich Kommes Vagante. So hätte die Geschichte enden können, dummerweise machte zwischendurch Stopp in einem McDonald's und waren danach nie wieder gesehen. Danke, Gemeinde! Danke. Am heutigen Tag eine schwere Geschichte war es gewesen. Die Heilige Dreifaltigkeit gab sich die Ehre, für die Bremer Stadtmusikanten hier dargebracht und aufgeführt von Bruder Rectus. Akkompaniert in einer unglaublichen Rolle und irgendwie auf den Leib geschrieben. Der Esel! Sag, vor das Hündelein, treu war sie gewesen. Wie heißt du nochmal? Diana. Jetzt hat es mir endlich gesagt. Für euch Diana! Ein lustiges Fältchen, im Spaß mitgemacht. Ein grauer Kater war er geworden, hat schon viele Mäuse erlebt, nicht wahr? Wie war dein Name? Carsten. Für euch Carsten, die Katze! Wir haben aber noch ein paar Leute. Wo sind die vier Räuber? Einmal aufgestanden. Bravo! Die Geistlichkeit in Person. Und nicht zu vergessen, in einer der kürzesten Hauptrollen der Welt, die Ehefrau. Jawohl. Da kann man die Geschichte auch schon so einen Bart, nicht wahr? Aber ein ganz besonderer Mitspieler wird stets erwähnt. Vom ersten Tag an war er dabei und es gab nur eine einzige Nachtstunde, in der er nicht dabei war. Für euch, Dübon! Und keine Märchenstunde ohne den Mann, der innerhalb von 3 Sekunden 30.000 Worte sagen kann. Oh. Der jede Geschichte auf Gottes Erdenscheibe kennt. Der hässliche Hans. Meine Lieben, es wird am heutigen Tag noch viel geschehen. Wir danken euch. Und wir wünschen euch am heutigen Tage. Und wir nächste Woche sehen wir uns schon wieder in Hohenwestedt. Meine Güte, auch schon wieder in Hohen Norden. Wünschen wir euch noch alles Erdenkliche, auch Gutes. Dankeschön.